Ja, moin moin. Arne und ich sind wieder unterwegs an unserem Vereinsgewässer. Auf Aal waren wir heute. Es ist jetzt bei 7:15 abends. Die Sonne geht auch gleich unter. Also viel wird das nicht, was ich filmen kann. Aber schauen wir mal. Ja, wir sind gerade angekommen, haben jetzt aufgebaut. Die Ruten liegen schon im Wasser. Ich habe hier zwei auf Pose. Ich weiß nicht, ob man die erkennen kann. Ziemlich zentral jetzt. Einen auf Dendro, einen auf Tauwurm. Ich habe mir neue Posen gegönnt. Und zwar ist das der neue Schrei aus Amerika. Diese Dinger hier. Mit Akkus. Und zwar ist das so eine Art Gravitation, Pipapo, ich weiß nicht, wie das jetzt genau heißt. Auf alle Fälle wird die jetzt so zusammengeschraubt, da kommt die Batterie rein. Und die leuchtet dann grün. Und sobald, also mit Wind oder so, bleibt die grün. Aber sobald die irgendwie nach oben oder nach unten gezogen wird, wird die rot. Das ist dann halt die Besserkennung. Bei den kleineren, glaube ich, ist das nicht. Das sind ganz normale Leuchtposen. Ja, und Akku halt kann ich aufladen mit USB. Ist ganz nice. Habe ich den Stick eigentlich mit hier, den USB? Und da. Das ist der USB-Stick. Und da kommen die Batterien rein und kann ich immer wieder aufladen. Und kann ich sogar auf der Powerbank wieder aufladen, wenn ich meine Powerbank mit habe. So, da wollen wir die Arne begrüßen. Ja, Anna hat hier eine liegen. Also die Pose kann ich jetzt nicht sehen. Vielleicht liegt die auch auf Grund. Dann hat er hier eine. Die liegt auch auf Grund. Oh, jetzt regnet es auch noch. Bei dem hatten wir einen fetten Regenbogen, jetzt auch wieder da. Schöner Regenbogen. Nice. Ja, und hier hat er auch noch eine liegen, die ist auch aufgrund, denke ich mal. Ja, ich hab mich jetzt. Boah, sieht das geil aus. Komplett. Guck mal. Moin Arne. Ja. Hast du gut geschlafen? Ja. So. Ja, ich habe es auch schön gemütlich gemacht hier. Schön muggelig. Ich werde nicht nass. So, mal gucken.
flupp, ist er weg. Fisch gespart. Guck mal, hier konnte man sonst immer weiter ein bisschen rausgehen. Ist gut hoch das Wasser diesmal. Mäh. Hier kann man ein Stückchen weiter rausgehen. Da ist ja so eine, na, irgendwie so eine Landzunge oder wie sich das auch nennt, keine Ahnung. Aber dann kommt dann irgendwann die Kante. Karpfenkante. Karauschenkante. Eigentlich auch ein schöner Spot hier so, ne? Ich sitze vorne. Jetzt umziehen? Nee, ich zieh nicht um. Obwohl, es hat mir mal einen Karpfen gebracht, ne? Sagt er. Ja, bis jetzt ist immer noch nichts los. Kein Barsch, gar nichts. Komisch. Der Eimer ist leer. Die ist auch noch scharf. Aber ich hoffe, da kommt noch Aal heute. Wir hatten Gewitter heute. Das steckst du nicht drin. Das steckst du nicht drin. So, ich will mich jetzt ein bisschen hinsetzen. Und was futtern. Und was trinken. Ein paar Mal hat das gepiept. Aufgrund. Einmal gut doll, ne? Mhm. Bei mir war auch gerade die Pose weg, aber nichts dran. Da soll man dagegen schauen. Wir sehen es verdammt. Die ist auch noch aktiv. Komisch. Wo ist ein Barsch da hin? So, gebissen und dann hinlegen. Lololo. Naja, die heiße Phase kommt jetzt gleich. Wenn es dunkel wird.
Jo. Mal ein richtig heftiger Schauer jetzt. Ja, ich hatte schon Bisse und wie der Hersteller das auch vorgibt, also man sieht das, er ist jetzt grün, die leuchtet grün und sobald die sich irgendwie nach oben oder nach unten bewegt, heißt wenn da ein Fisch dran zieht oder die wieder nach oben kommt, die Pose, wird sie rot. Wenn Wellen oder so sind oder was weiß ich, Regen oder so, dann bleibt die grün. Egal, ob das jetzt bewegt oder nicht. Also nur wenn ein Fisch zupft oder so, dann wird sie rot. Super genial. Und leider ist das bei diesen kleinen hier. Na, stell dich scharf. Nein, will er nicht. Naja. Bei der ist das nicht. Das sind die kleineren Posen. Ja, trotzdem super genial. Ich habe schon einige Bisse gehabt, aber leider konnte ich die noch nicht haken. Jetzt wird es langsam dunkel. Das ist so typisch, ne? Die ganze Zeit habe ich Bisse und die wird grün, rot. Komm, hol ich das Handy raus und will das filmen, passiert nichts mehr. Murphy's Law. Scheiße, mein Zoom ist nicht so gut von der Handykamera. Krieg das nicht scharf. War schon genial. Man erkennt sofort, dass das ein Biss ist. Egal ob da Wellen sind oder Regen. Scheißegal. Sobald der Biss ist, wird das Ding rot. Kostet allerdings auch. Aber naja. Ich glaube, wir werden so um 1 abhauen, denke ich mal. Dann ist es gleich 10 Uhr. Mal gucken, was noch kommt. Schöne Aal oder so, das wäre geil. Oder eine Schlei. Schauen wir mal. Also falls nichts mehr kommt, dann sage ich schon mal tschüss. Und falls noch was kommt und das doch hell genug ist, nehme ich das auf Kamera auf oder blende die Bilder ein. Bis dann. So, Arne mit dem ersten Aal. Oh, so eine schöne. Normale Länge, ne? Ja. 50. 50 hat er bestimmt, ja. Ja, Petri. Petri. Nicht hier. Nein, hallo. Okay, willst du bei mir in den Eimer reinhauen? Ja. Okay, dann komm. Nice. Hat er Haken geschrubbt? Oh, Arne mit dem zweiten Aal hier, oder? Ein bisschen größer, hä? Oh ja, das ist eine gute Schlange. Ausheben. Ja, jawohl, Alter. Der knackt die 60. Na locker. Der hat locker 60. Nice. Du hast ein Aalnest gefunden. Ja, spannend. Schönes Ding. Aber auch geschluckt wieder, ne? Ja. Okay. Dann will ich den mal messen. Petri! Petri dann.
Meine Fresse.